Eine Woche ohne deutschen Stahl ist keine schöne Woche und dementsprechend muss ich euch natürlich heute den Tiger 2 mal wieder präsentieren. Hier hat der Tiger 2 ein wunderbares Matchmaking und zwar ist er Top-Tier als 8er in ein 7er-6er Gefecht gekommen. Also besser geht's nicht mehr. Karte ist, wie man sieht, Fischerbucht und ansonsten, was können wir so von den Lineups der Gegner mal ablesen? Relativ wenig schwere Panzer, zumindest im Top-Tier-Bereich. Es gibt zwar hier 4 6er schwere Panzer mit den UI, den KV-85, den KV-2, aber nur einen 8er, den IS-3 und ansonsten mittlere Panzer bzw. TDs und eine Arti auf jeder Seite. Und wie nicht anders zu erwarten war, er fährt jetzt hier Richtung Stadt. Ist auch so, wenn ich einen schweren Panzer spiele, so meine favorisierte Option. Manche fahren ja auch gerne die 1er-2er-Linie. Aber da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so großer Fan davon. Da vorne ist jetzt erstmal nichts. Er stellt sich jetzt hier so, dass er sidescraped an die Hauswand ran. Aber in Anbetracht dessen, dass noch nicht mal ein Gegner da ist, denkt er sich jetzt auch wahrscheinlich eher, nee, ich fahre auch weiter. Bis da zumindest mal die ersten Gegner kommen. Da vorne mit IS-3 und so hat er jetzt ein bisschen was. Der IS-3 kommt auch direkt rumgedrückt. Und da trifft er gleich und durchschlägt. Da vorne UI. KV-85 jetzt auch da drüben. Jetzt kommt er nicht drauf. Jetzt muss er ein bisschen zurücksetzen. Und jetzt fährt der KV-85er perfekt zurück, sodass er da super drauf kommt. Und vielleicht kann er sogar noch einen Schuss setzen und macht ihn dann direkt weg. Ja. Da hat der KV-85 ganz klar zu lange gewartet. Ich weiß nicht, ob er auf die Uhr geschaut hat, einen Kaffee getrunken hat oder was auch immer. Das war dann schnell rum. T-43 hier oben. Den zündet er direkt an, aber dank automatischen Feuerlöscher Schlimmeres verhindert. Der T-43 hat aber trotzdem noch Zeit gehabt, den Panther rauszunehmen. Und, dann nimmt er ihm das Munitionslager weg. Ja, der war teuer, T-43. Er freut sich hier wahrscheinlich gerade ein Loch. Oh, da der KV-85 ist mit seiner Zerstörung nicht ganz einverstanden. Fist de pute in cul gros badar brunule de merde rast d'enculé. Also Fist de pute kann ich auch noch übersetzen. Das ist sowas wie Hurensohn. Den Rest, der war wahrscheinlich nicht minder nett, also von dem her KV-85 selber schuld. So, IS-3. Zack, eine drauf. Jetzt kommt der UI hier langsam rum. Jetzt geht er auf den drauf. Ja. Und ja, oh, Su 152. Die tut weh. Jetzt hätte er ihn hier ketten müssen, aber der UI, Gott sei Dank, hat hier nicht durchschlagen. So, und genau da drauf, da kommt er hier super leicht durch mit seinem 8er. Ja, da war der UI viel zu offensiv mit einem 6er, auch sehr optimistisch gegen den 8er-Tiger. Auch wenn es Premium war, shit egal. Ab und an muss man einfach da dementsprechend mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Der Uni fährt jetzt auf die Su drauf. Su kippt nochmal einen ordentlichen Hit. Ja, die tut schon ganz schön weh, alter Verwalter. So, jetzt hat er sie da. Jetzt hat er nur das Problem, dass die Su ihn tendenziell anschaut. Ah, hat Gott sei Dank diesmal nicht durchschlagen. Und jetzt muss er noch seitlich rankommen. Vielleicht ketten. Oder so. Ja, jetzt kann sie nichts mehr machen. Jetzt hat sie der Schicht im Schacht. Ja. Der Kill war einfach, aber nicht anders sollte man es machen. Einfach da seitlich an den Rand fahren. In dem Augenblick ist dann die Station zu Ende. Nach wie vor ist er offen, ganz klar. Und die Gegner verstecken sich da wohl auf der 1er-2er-Linie. Das ist nicht anders zu erwarten. Die Arti wird auch wahrscheinlich da in einem klassischen Bunker sitzen, auf A1 bzw. A2.
Er schreibt A2 Please Kill. Jetzt bin ich gerade gespannt, ob er sich damit selber meint. Oder ob da vielleicht doch jemand sitzt, den ich da nicht auf, auf dem Schirm hatte. So, er sucht jetzt wohl die Arti und bekommt jetzt den Schuss vom Super Pershing in das Heck. Da hat er jetzt Glück gehabt. Da jetzt nicht mehr so viel. Also, den Weg, den er hier gerade eingeschlagen hat, der ist sehr risikoreich. Mal schauen, ob da die Arti denn auch überhaupt ist. Und die Leute beschweren sich beim Gegner, dass der UI da hinten auf A2 steht. Aber jetzt sieht man, die Arti ist hier gar nicht zu finden gewesen. Und dementsprechend hat er da jetzt mal einfach 440 HP weggeschmissen. So viel hat ihn das nämlich gekostet, dieser kleine Umweg. Wenigstens der TD da hinten, der Amix AC48, passt da hinten jetzt noch auf seine Base auf. Zusammen mit der Arti. Von der Tendenz her sehr ungünstig, dass die alle drei so weit auseinander liegen. Auch für die Arti sehr schwierig zu spielen, weil die natürlich ihre eigene Haut schützen will und zum anderen auch natürlich den AMX. Allerdings braucht er hier mit seinem Tiger auch die Unterstützung von der Arti. Also ein bisschen undankbar. Aufbekommen tut er hier zumindest mal nichts. Der tote Komet pinkt jetzt auch auf A2. So, jetzt hoffe ich mal für ihn, dass er so rankommt, dass er vielleicht das aufmachen kann, ohne dass er selber gespottet wird. Nee, nee, nee. So, auf die Frontplatte unten, aber so leicht ist der Super Pershing da einfach nicht zu durchschlagen. Arti hält jetzt auch drauf, pinkt jetzt hier an. Also wir dürfen gleich den Arti jetzt erwarten. Der Super Pershing bewegt sich gar nicht. Ah, und Arti geht leicht drüber. Sehr schade. Jetzt hat sich der Super Pershing auch bemerkt, dass er da im Arti-Fokus steht. Unten jetzt wiederum der TD auch mit dem anderen Super Pershing noch zugange. Also nicht leicht. Wie gesagt, jetzt ist guter Rat teuer. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen würde, würde ich sagen, ich würde mich an seiner Stelle zurückhalten und erstmal warten, bis da unten der TD den Super Pershing weg hat, weil dann kann er sich sicher sein, dass er wenigstens den Support von der Arti bekommt. Und genau die Arti hat jetzt nämlich auch den Super Pershing da unten weggemacht. Und jetzt fährt er. Ja, das, was er da macht, ist echt unklug. Da wird er jedes Mal gespottet und normalerweise müsste er eigentlich dafür zerstört werden. Da hat er also riesiges Glück gehabt. Ihr seht ja unten die Abpraller. Ein paar waren von vorne, die, wo ich gesagt habe, ja, die kann man so hinnehmen, aber die gerade die seitlichen und die beim Wegfahren, da hat er einfach Glück. Unter anderen Umständen wäre er natürlich schon lange zerstört worden. So, jetzt verweilt er hier. Jetzt lässt er sich von den Effekten auch noch erschrecken. Was ich jetzt gut finde, seine ATDM-12er sieht man jetzt unten, verlagert sich gerade dementsprechend. Und er hart jetzt hier erstmal aus, will dann jetzt nicht zu viel Risiko eingehen. Wie gesagt, ich wäre an der Stelle, wo er vorne stand, da hätte ich einfach erstmal gewartet. Und jetzt schreibt er auch, ja, 24-7 Camper, was kann ich dagegen tun, gegen diesen Scheiß? Nichts. Naja, nicht ganz eben, SW-Gesindel. Du hättest meines Erachtens da vorne einfach verharren können, warten können, bis der TD aus ist und dann hättest du dich als Spotter betätigen können. Außerdem hast du genug Panzerung, aber wegzufahren und dich so zu entblößen, das ist eher das Schlechteste, was man da hat machen können. Es sind hier auch genug Büsche und es ist hier alles so, dass man dementsprechend wirklich auch einen Scout-Job machen kann, auch mit einem schweren Panzer.
Hitpoints hat er jetzt so gut wie gar keine mehr. Also gut, der Super Pershing macht ihn nicht mit einem Schuss weg. Der OI könnte ihn aber schon eventuell trollen. Und die Arti selbstverständlich auch. So, der TD ist fast durch. Und jetzt kommt er endlich hier drauf und kann seines Zeichens mal auf die Camper schießen. Das wird ihm bestimmt ordentlich Genugtuung bereiten. Da jetzt nochmal blind drüber geschossen. Aber er sollte meines Erachtens, wenn es möglich ist, eher den TD unterstützen. Aber gut, er geht jetzt erstmal, macht den UI erstmal weg, ja. Jetzt hat er den UI weggemacht. Der TD, der AMX, der ist Gott sei Dank noch rappelvoll mit seinen HP, also fast voll. Ein Hit hat er bekommen, aber ansonsten steht er gut da. Da hat die Arti eingeschlagen, aber nur gestreift, weil 112 Schaden ist einfach sonst in der Theorie zu wenig. Und jetzt kann er hier in Ruhe rüberfahren. Vielleicht kriegt er ja noch seinen Krieger. 4837 Schaden hat er bisher auf der Uhr stehen. Jetzt schreibt auch Hold on. Halte durch, mein Freund. Oh, Arti hat jetzt aber einen satten Hit machen können. Und jetzt versuchen sie ihn da zu rammen. 20 HP lediglich left. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist wahrscheinlich gleich, jetzt gibt es den nächsten Flame vom AMX, dass er nicht gekommen ist. Könnt ihr mir vorstellen. So, und jetzt Super Pershing oben drauf und weg. Ja, sehr wichtig. Und nun nur noch die Arti am Start. Den Krieger hat er sich auf jeden Fall mal verdient. M12 hat hier reingehalten, aber wohl eher nicht getroffen. Da ist er auch schon. So, und jetzt könnte er hier verweilen und warten. Kommt die Arti jetzt von sich? Das wäre ja mal was Kurioses. Ne, aber Arti ist zu langsam am Drehen. Oh, er trifft ihn da sogar, aber jetzt zu wenig. Und jetzt kann er ihn wahrscheinlich sogar wegrammen. Ne, noch langt's nicht, aber da langt's mit dem Nachschuss. Und er macht den Kill. Ja, 7 Kills, 5321 Schaden gemacht und 4460 abgeblockt. Auf jeden Fall eine sehr gute Runde. Vom Ergebnis her, vom spielerischen her, hätte ich ein, zwei Verbesserungen noch gehabt. Aber das Ergebnis entscheidet und der Sieg ist Sieg. Es gab gut was raus, also von dem her alles richtig gemacht. Vielen Dank, SWG Sindel, fürs Einschicken. Ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen. Deutscher Stahl hat mal wieder gezeigt, was er kann. Deswegen macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.